Moin Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft LP. Ja, in der letzten Folge haben wir hier unten angefangen, was Schönes zu bauen. Und zwar, ich sag mal, der Anfang unserer U-Bahn, also unser Haupt-U-Bahn-Knoten, whatever, von Staffel 2. Für Staffel 1 müssen wir das dann auch früher oder später mal noch bauen. Ich habe ja gesagt, dass für Staffel 3 wahrscheinlich dann ein bisschen die Rückkehrung ist nach drüben. Ja, so ungefähr wird das sein. Okay, wir müssen jetzt erstmal ganz kurz gucken, dass wir eventuell mal an gewisse Dinge kommen. Also ein bisschen Größe hier erreichen. So, pass mal auf. Das machen wir so. Kommt hier einfach so eine Tür rein. Und dann machen wir hier einfach mal das Ding zu. Genau. Müssen wir eigentlich überall mal machen. Und ansonsten werden wir hier einen schönen, eine schöne große Fläche uns mal nehmen hier. Und dann passt das schon. So, genau. Das ganze Stück könnten wir uns jetzt einfach mal abbauen. Eventuell. Ich habe nämlich vor, dann schöne U-Bahn-Schienen von Staffel 1 nach Staffel 2 zu legen. Es kann lustig werden, diesen Tunnel auszuheben, auf jeden Fall. Also freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon drauf, das zu machen. Also das wird auf jeden Fall eine ganze Weile dauern, bis wir das haben, aber wir wollen es mal nicht mit dem vorliegenden befassen, sondern mit dem, was wir jetzt hier gerade erreichen wollen. Und zwar diesen Knoten hier, sag ich mal, erstmal bauen. Ich habe aber vor, so ein bisschen Staffel 2 intern auch ein paar Haltestellen zu machen, und zwar eventuell an der Sandmine und auch da, wo man gut Bäume farmen kann. Also wo der Wald ist, sag ich mal. Das war auch so interne Strecken und sag ich mal machen könnte, dass wir wirklich vom Haus da easy rankommen. Das wird auch unser nächstes, also hier auch unser Ziel sein, unterirdisch. Unter anderem würde ich auch gerne auch eine Mobfarm bauen. Müssen wir mal sehen. Ich würde die aber in Hausnähe machen. Da braucht man, glaube ich, eine Strecke direkt dahin. Naja. Jedenfalls, da müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen, ja, ein bisschen bauen, um genau zu sein. So. So, okay. Jetzt gucken wir mal erstmal, wie wir das hier machen. Hier machen wir mal zu einfach. Dann wird ihr auf jeden Fall einen glatten Boden hier haben. Und ich glaube, das kann ich mal auch aufhören mit so einem, also mal ein bisschen Cobblestone farmen. Brauchen ja auch noch ein bisschen was für Nether. Ja, wie wir jetzt so an mega viel Cobblestone kommen, weiß ich jetzt aber auch noch nicht, ehrlich gesagt. Das weiß auch nicht. An Cobblestone zu kriegen, also muss man halt einfach abbauen. Das ist nicht so einfach. Hier haben wir Eis gefunden. Das finde ich sehr schön, auf jeden Fall. Das nehmen wir mal mit. Das machen wir jetzt schon mit Cleanstone wieder zu. Andere Spitzhacke. So. Okay. Ja. Dann machen wir mal dieses bisschen hier noch weg. So, dass wir hier einen richtig schönen großen Raum haben, hier unten. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, von der Größe her. Also ich würde natürlich auch so diese Diorit-Scheiße da natürlich auch weg haben. Ist klar. Das machen wir mal jetzt mal schön durch Cleanstone. Ja.
Vielleicht können wir hier mal diesen Diorithaufen. Obwohl, ne, da mache ich Kingstone-Wand vor, das passt auch. Das geht soweit. Also ich möchte auf jeden Fall mit normalen Steinen hier haben, alles. Das ist logisch, auf jeden Fall. Huch. Das finde ich so eigentlich am besten. Weil dann ist immer noch dieses Höhlenfeeling so da. Hören wir noch Eisen? Das nehme ich auch mal mit auf jeden Fall. Und das nehmen wir auch mal mit. Genau. Ja, was die Uri das anzieht hier, müssen wir auch mal weghauen eigentlich. Wäre zumindest mal positiv. Wenn das wegkommt. Ja, genau. So. Genau. Warte, das kann auch mal hier weg, so ein bisschen. Und hier geht's dann, sag ich mal, wirklich in die wilden Höhlen, so richtig. Genau, hier machen wir auch mal so ein. Gang, wo man so rein kann. So, da haben wir das jetzt. Da auch am besten. Aber dann haben wir da richtig schön das ausgebaut hier. Genau. So, hier machen wir dann schön Cleanstone hin. Perfekt, Alter. So. Und hier machen wir dann auch einfach zu. Würde ich mal sagen. So, genau. Da kommen dann richtig Türen rein. Okay. Das müssten wir hier auch mal abbauen. Genau. Oh, nochmal Eisen gefunden. Sehr schön. Das nimmt doch langsam Gestalt hier an. Also. So eine, also so ein U-Bahn-Knoten hier. So, das Granit muss auch weg, ist klar. So, jetzt haben wir keinen Cleanstone mehr. Dann würde ich mal sagen, besorgen wir uns mal ganz kurz welchen. Das kann man ganz gut hier oben machen. Da, wo es niemanden stört. So. Genau. Warte. Aber vielleicht machen wir trotzdem mal irgendwann mal so eine Cobblefarm-Timelapse, wo ich einfach mal Cobblestone wirklich random abbaue. So. Also gerade für Nether so. Vielleicht mache ich das demnächst mal. Nächste Woche wollen wir erstmal einen schönen Höhlen erkunden, dass wir vielleicht mal ein bisschen an Jas kommen. Auf jeden Fall, ich habe da auch noch eine schöne Höhle tatsächlich im Auge. Die habe ich mir im Spectator, also so, auch schon mal angeguckt in der Testwelt. Sag ich mal. Genau, da werden wir dann einige Folgen erstmal gucken, dass wir diese Höhle ein bisschen unsicher machen. Also beziehungsweise sicher.
Unsicher ist er ja jetzt und sicher ist er ja, wenn wir fertig sind, um genau zu sein. Ja. So, da haben wir auch schon mal das. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz überlegen. Ist doch gerade total ein Scheiß, den wir hier gemacht haben. Weil, wenn wir hier reingehen. Oder wir machen hier so ein Ticketautomat mit Redstone. Nee, ich weiß nicht, Wiggy. Wenn wir so Hopper machen. Könnten wir eigentlich machen. Also, dass wir so an allen Eingängen so Ticketautomaten machen. Könnte man eigentlich. So Eisentüren und dann Redstone, damit das aufgeht. Dann brauchen wir ein U-Bahn-Ticket. Das wäre lustig. Aber was machen? So ein bisschen rumspielen mal. Gleichzeitig machen Redstone-Tutorial, wie macht man eine Tür mit Schlüssel? Wäre ganz lustig eigentlich. Ja. Das wäre doch gar nicht mal schlecht. Eigentlich. So. Wir brauchen aber erstmal hier einen guten Gang runter. Also das ist erstmal nebensächlich. Diese Idee. Obwohl sie ganz lustig ist. Da könnte man mal drüber nachdenken, das zu machen. Also, ja. Das wäre mal ganz lustig eigentlich. So, wir brauchen hier. Machen wir mal so, dass wir hier schön Platz haben. Eigentlich sollten wir nochmal, also noch eine Fuhre einmal runter machen. Das wäre zumindest vorteilhaft. Dann können wir da schon eine Cobblestone-Treppen runter machen. So verschwenden wir den Cobblestone gleich wieder, aber was soll's. Da machen wir vielleicht in 6 Folgen jetzt Müllnerkultur und dann sage ich eine Folge mal Cobblestone Timelapse Farm oder so. Ja. Wow. Da ist er, der Gravel. Huch. Auch dich nehmen wir mal ganz kurz mit. Der muss hier hin. Und dann so. Sandstone brauchen wir jetzt mal eben. Ganz schnell. Das ist mal wieder so ein sehr weirdes Geräusch. Welches sehr fragwürdig ist. Aber naja. Gut, wir bauen da jetzt mal ganz kurz die Treppe runter. Da gehe ich mal jetzt ganz kurz zu einer Werkbank. Und dann ja. Hoffen wir mal, das reicht. Wir hoffen jetzt. So. Genau. Auf hier müsste man noch, oder? Da kommt Professor und Treppen können wir auch machen. So. Dann haben wir von Anfang erstmal einen schönen Weg nach unten. Mal noch so machen. Dann kommt man hier ganz gut hoch. Ja.
Ausleuchten sollten wir das auch noch. Dann nehme ich, hole ich mal ganz kurz ein paar Fackeln. Um das machen zu können. Ja, das machen wir jetzt mal ganz schnell. Kohle. Kohle ist hier. Was macht Eisen hier? Weiß ich nicht. Allgemein könnten wir das Eisen da mal rinschmeißen. Außerdem das Glas mal holen. Das brauchen wir ja wieder für Nether. Genau. Ja, stimmt, Fackeln wollte ich machen. Warte, 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 warte. Holz, 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 Holz. Ja, genau, so, ja. Perfekt. Wie viele Bäume haben wir jetzt eigentlich? Einige. Da könnten wir eigentlich dann nächste Folge mal mit anfangen. Einfach mal erstmal alle Bäume abernten. Das wäre von Vorteil. Joa. Einfach nur was anderes in den Öfen, nicht so wirklich. Dann ist es so. So, zack, zack und 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 zack. Genau. Und dann sind wir hier unten im U-Bahn-Knotenpunkt, sag ich mal. So. Ja. Ich würde sagen, das sieht erstmal schon ganz gut aus. Ja. Dann haben wir, denke ich mal, das erstmal ganz gut schon mal erledigt. Dann werden wir jetzt, denke ich mal, als nächstes die Höhle vornehmen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, ist klar. Ich räume jetzt mal noch alles aus den Kisten raus und dann werden wir in der nächsten Folge dann schön mal uns darum kümmern. Das kann ich den Satz auch mal beenden, weiß ich nicht. Naja. So, Cleanstone kann da auch eigentlich mit rein, mal. Genau. Cobblestone kriegt wieder die Extra-Kiste, aber Cleanstone würde ich fast schon ein bisschen dazu zählen. Das ist so gesagt das gleiche so ein bisschen. Machen wir mal so. Kiste aus Holz kann da auch mit rein. Eimer. Ja, was weiß ich. Zack, machen wir mal. Flint in Steel kommt hier mit rein. Axt brauchen wir da auch ganz sicher nicht. Die kommt weg, die kommt weg. Silk Dutch kommt mit. Ja, okay. Den Rest machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.